Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. Und da ist ja schon die Bank, die wir jetzt wahrscheinlich ausrauben werden. Gut. Nein. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Ja, das klingt gut. Bin ich das? Was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Nein, das bin definitiv nicht ich. Dachte ich jetzt so ein Fake-Schnurrbart dran. Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt. Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. So lange? Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Das ist richtig. Her mit den Kohlen. Richtig Kohldampf. Oh, ich hab Lidschatten drauf. Zumindest meine Wimpern und Unteraugenhaare sind wunderbar gefärbt. Natürlich bin ich bereit. Wollen wir vielleicht Masken anziehen? Brauchen wir wohl nicht. Die kennen uns ja alle. Ja, wir sind maskiert. Alle runter auf den Boden! Nicht schreien! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung oder es knallt! Ja. Direktor, bleibt alle auf dem Boden! Ruhig, wo ist denn hier die Treppe? Ich hab die Bank nicht ausgekundschaftet. Hab sie gefunden. Der ist sie ja. Monsieur Direktor? Runter. Seid heute keine Helden! Keine Dummheiten, verstanden? Komm mit! Zum Tresorraum! Ich mache, ja, was Sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Das wäre mal Sie. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich. Ich hab mich dich doch nicht geschlagen. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Das ist richtig. Jetzt hopp, hopp, hopp. Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schussbereit? Ich weiß nicht. Wieso schießt da einer? Eine Waffe schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Geh mal ein bisschen flotter, Kollege. Na komm. Keine falsche Bewegung. Da ist er ja. Wie läuft's bei dir? Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder? Beinahe Paulie umgeschossen. Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Schön die Flossen hoch. Wieder dieses Pferdebild. Ach, das ist ganz beliebt bei den Mafia-Entwicklern. Das hängt tatsächlich überall. Hätt's nur nicht in der Bank erwartet. Hier hat er mal einen ganz schön prallen Hintern. Wenn er den behalten will. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Schieß! Kollege am Bogen! Du sagtest einer. Du bist ein Arsch. So viel zur Planänderung. Sollen wir das beenden? Ja. Monsieur Direktor. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Arsch. Wollte, dass ich drauf gehe. Oh, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Ich kann es nicht leiden, Leute im Spiel umzubringen, die es nicht verdient haben. Oh, ist egal. Komm drüber weg. Bin ja eh ein Mafia-Boy. Richtig schönes Geld. Wie wollen wir das denn alles tragen? Habe ich Taschen dabei? Irgendwie so große Kauflandtüten. Oh oh. Haben die wohl einen stillen Alarm? Richtiges Bündel. Weg, los! Natürlich weg. Ja.
Wieso habe ich keine Granaten? Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben Geiseln. Nee, haben wir nicht. Hätten wir mal haben sollen. Oh je. Er hatte recht, wir entkommen nicht. Na gut. Vom Kontrollpunkt läuft immer alles besser, weil ich dann ein bisschen intelligenter vorgehe. Schau mal, ob das heute was wird. Ich übergebe mich vielleicht. Aha. Kopf verloren. Mist. Ich glaube, den habe ich getroffen irgendwie. War das jetzt alles? Ich brauche Gesundheit. Oh, brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme sie trotzdem. Besser haben als nicht haben. Und nachladen. Auf Munition. Generelle Effekte. Hier liegt was drin. Pauli, halt mal kurz die Backen. Ich muss das einsammeln. Ja, mach Kanu. Nimm mal lieber die andere. Wo ist er hin? Da ist er ja. Was? Sofort töten? Wieso haben die hinten dann nicht umgestellt? Kommen die jetzt immer nach? Au. Ich glaube, die kommen tatsächlich immer nach. Naja, solange ich Munition habe. Au. So. Passt doch. Schrotflinte. Ich. Ja, ja, ich helfe nochmal auf. So heißt es doch, oder? Ein Glück ist hier niemand. Wir haben ihn gesichtet. Verdächtige. Rein da. Ja, warte doch nicht. Wieso trödelt er jetzt rum? Los, fahr schon! Wohin? Ja, an mir lag das jetzt nicht. Sie haben Verstärkung gerufen. Ja, natürlich. Was hast du gedacht, Pauli? Oh je, das wird der Maradona unserem Boss gar nicht gefallen. Hab aufgepasst. Jetzt hängt's an dir. Das sind ja nur 4 Fahndungslevel. Wie kriegt man los? Wie kriegt man irgendwie los? Weiß zwar noch nicht wie, aber... Schon. Guck mal ordentlich drauf, Tommy. Du hast doch Taxi-Erfahrung. Ich glaube, das war ein cooles Manöver, was ich da gerade gemacht habe. So, der Briefkasten hat nicht wehgetan. Au. Pass doch auf. Weicht mir doch aus. Ich kann doch nicht immer auf die Straße schauen. Oh. Gerade im falschen Moment mal wieder. So, dann fahren wir mal da hinten durch. Da ist noch ein Cop, da sind ganz viele Cops. Ich glaube, wir sind zur Bank zurückgekommen. Ja, was ist mit Tom? Guck mal, Motorrad, das kriegt man platt. So. Jetzt verschwindet man aber mal aus dem Epizentrum hier. War dämlich, da wieder reinzufahren. Oh, ich habe keine Munition mehr. Pauli, du bist auf dich allein gestellt. Au. So, ich fahre jetzt einfach stringent geradeaus. Ja, ja, im North Park. Komm mal hier rüber, ich denke nicht. Ah, scheiße. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Da ist eine Brücke, da will ich rüber. Könnt ihr mal mein Auto in Ruhe lassen? Au.
Ja, ich hab nichts. Wirf mir Munition rüber. Du triffst aber auch nichts. Was? Chinatown? Ich bin immer noch in Norfolk, oder wie das heißt. Danke fürs Anschubsen. Vorsichtig. Vorsichtig, wir haben es eilig. Wir haben es eilig, wir haben es eilig, wir haben es eilig. Boah! Scheiße. Ich gehöre niemanden. Oh, Menno. Das werden sie mal abgeschüttelt. Pauli! Oh, ein Trüger mit uns. Fahrzeug steht wieder. Dina 1. Au. Nee, das war noch nicht genug. Ey, nur ich bin draufgegangen. Pauli lebt noch. So. Wie immer, ab dem Kontrollpunkt wird das besser. Was bin ich da für ein Mist zusammengefahren? Naja, gehört auch zum Spiel dazu. Man soll ja aus diesen Fehlern lernen. Wohin? Scheißegal, aber häng sie ab! Natürlich hänge ich sie ab. Der Fehler passiert mir keine zweimal. Könnt nur im Kreis... Au. So viel zu keine zweimal. Könnte ich auch nur im Kreis rumfahren. Ah, das habe ich ja am Anfang gemacht. Das war nicht so effektiv. Die Lampenpfosten sind echt gemein in dem Spiel. Ah, North Park heißt das. So, lasst mich durch. Ich hab's ein bisschen eilig. Sehr viele Polizisten auf meinen Fersen. Kann mir nicht erklären, warum. Die haben hinter mir einen Unfall gebaut. Kommt schon, wir hängen sie ab. Irgendwie. Irgendwann. Über die Brücke. Puh, der... Mann hatte da aber relativ großes Glück, dass ich ihn nicht überfahren habe. Pauli, du triffst eh nicht mehr. Die sind weit hinter uns. Wir schaffen's. Ja. Such nicht weiter. Schon einfach hier rum. Scheiße. Scheiße. Gut, die fahren weiter. Hui. Das ist der richtige Weg gewesen. Ein Glück sind wir hier abgebogen. Haben nur leicht die Frau verletzt. Aber sie wird's überleben. Und jetzt zum Palermo Club. Sam's Club? Hey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Okay. Dann ist Sam halt nicht heiß. Schauen wir mal. Also mein Boss wird garantiert nicht zufrieden sein. Wollen wir vielleicht noch das Auto wechseln? Wir haben dezente Einschusslöcher. Ach, was willst du? Die Polizei in dem Spiel ist nicht die hellste. Bei keiner Aktion in dem Spiel wäre man wahrscheinlich lebend rausgekommen. Oh, eine weiße Ente oder was das ist. Interessant. Kann man nicht einfach mit dem Sack voll Geld die Straßenbahn nehmen? Wie viel ist da überhaupt drin? Mindestens 3 Dollar nehme ich an. Ja, ja, ich seh dich doch, Kollege. So, hoffentlich ist der Palmiro Club jetzt nicht weit entfernt. Sonst habe ich mir richtig einen Wolf zusammengefahren. Ja, Mist. Okay, wir können geradeaus. Das ist ja schon mal gut. So, die nächste dann rechts. Diesmal nicht verpassen. Wir haben Rot, ist mir egal. Ich bin ein Verkehrsrowdy, zumindest im Moment. Ja, ist ja gut. Immer unnötig hier angehoben zu werden. Ich fahre doch so gut wie ich kann. Im Schatten der Straßenbahn. So. Wo ist denn der Palmiro? Waren wir da schon mal? Ich glaub nicht. Wir
Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Ja. Das Herz will, was das Herz will. Und das wollte gerade keinen Unfall bauen. Wieso ist da Polizei direkt in der Straße, wo wir hinwollen? Glaubt, das ist ein Zufall. Glaubt, das ist nur ein Zufall. Na gut. Einmal geparkt. Einschusslöcher sieht eh niemand. Ist ganz normal. Ja, das ist eine gute Idee, hinter Schloss und Riegel zu gehen. Ja, wir haben es ja geschafft. Die Cops haben es, viele haben es nicht geschafft. Unglaublich, dass wir das gemacht haben. Wir sind reich. Wir sind reich. Ja. Ich bin reich. Bang. Auf kann ich Pauli nicht abschießen? Klar. Ist da Betäubungsmittel drin? Ich dachte, ich bin trocken. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach, komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Ja, das hoffe ich doch. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Ich glaube, ich traue ihm nicht. Und diesmal ist es nicht das Ende der Episode, sondern wir machen das nächste Kapitel auf jeden Fall auch noch. Das wird das letzte im Spiel sein, habe ich mich von IGN ein bisschen beraten lassen, also nur welche Missionen es gibt. Der Niedergang der Kunst. Na, schauen wir mal. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Nein, hier bin ich. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Ja, Entschuldigung, du bist halt zu warm. So, wir fahren nach Hawaii. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ja, einen Ständer habe ich auch, gut erkannt. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ja, mache ich selten. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Nö. Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha, hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt. Mehr oder weniger. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Hast du vom Banküberfall gehört? Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wenn dann ich. Ich hab nicht geduscht. Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Das ist die Alkoholsucht. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Doch, weil ich nicht denke, dass Pauli da ist. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Ja, ich nehme meine Waffe mit. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Hoffentlich. Ich glaube, Pauli hat mich hintergangen. Ich würde mit einem Sack voll Geld zumindest in Zweifeln kommen. Mein Gewissen ist relativ leicht beleidigt, deswegen könnte ich sowas nie durchziehen. Aber Gelegenheit macht Diebe. Das nehme ich. Schau wieder das Pferdebild. Meine Fresse. Irgendwie muss das noch das Thumbnail werden. Und hier kann ich noch was aufheben. Irgendwie draußen. Ah, hier vielleicht. Da drin ist was. Ach, scheiß drauf. Ist hier nur ein Collectible. Ab zu Pauli. Eine Berkeley-Auto. Glaub, das hat man noch nie. Ich hätte zwar nicht die Farbe genommen, aber trotzdem cool. Tja. Mal das Geplapper ausmachen. Find's auch bezeichnend, dass es nur zwei Radiosender gibt. So. Herr Officer, ich fahr ganz normal. So fahre ich immer. Das ist vielleicht nicht die beste Ausrede. Sorry, meine Frau ist schwanger. Keine Ahnung, die interessiert's eh nicht, wenn ich hier schön rumkurve.
Oh, der Boden glänzt mal wieder. Hat wohl kürzlich geregnet. Das wird auch die Schützen erklären. Und generell die nasse Straße. Hoffentlich ist der Arsch da, sonst mache ich ihn kalt. Und wenn ich bis nach Hawaii fliegen muss. Oh, der fährt richtig schnell. Komm, wir schaffen die 100. 90. Ist egal, wo ich rum muss. Fahr! 100. Sogar noch mehr. Das gibt gleich ein Mega von der Polizei. Mehr schaffe ich nicht. Mehr schaffe ich nicht, ohne einen Unfall zu provozieren. Oh nein, nicht den Hotdog-Stand umfahren. Puh. Ja, das ist ein geiles Auto. Kann ich verstehen, warum ich das gekauft habe. Oder geliehen, geleased, geklaut. Was auch immer. Oh, da oben fliegt ein Doppeldeckerflugzeug. Mit Banner hinten dran. So, Pauli, wehe, du hast mich hintergangen. Ist denn niemand mehr loyal? Gut, ich verpetze ja gerade auch meinen Salieri-Bus. Aber was soll's. Er hat mit Rauschgift angefangen. Damit ist nicht zu spaßen. Mord ist ja noch okay. So, ich hab Vorrang. Ja, ist ja gut. Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ja. Ist mit der Tür passiert? Weiß ich doch nicht. Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Was für ein Krach? Ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Oh oh. Pauli. Oh oh. Ist das Pauli? Fuck. Pauli? Ich hätte dir das Geld nie anvertrauen dürfen. Wer ist denn hier? Hey, der war gerade beim Kochen. Pauli. Oh Gott. Ja, das sieht nicht gut aus. Gott, das Geld wird weg sein. Man braucht gar nicht suchen. Ich hätte es aber auch nicht in der Wohnung versteckt. Oh oh. Ich glaube, das ist der Boss. Hallo? Ja, hallo, hier ist Pauli. Kann keine Stimme imitieren. Ja, hallo? Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Oh oh. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Woher weißt du, dass wir das waren? Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar. Kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Besser nicht. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Du auf dich wir auch. Wir sehen uns. Und danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Ja, ja. Ah. Naja, so muss ja eine Mafia-Karriere eigentlich enden. Tja, der bewegt sich nicht mehr. Pauli, ich muss los. Tut mir leid. Ja. Die Moneten ich hinterher. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Ja, zwei Stück. Hammer richtig gezielt. So. Auf in die Stadtgalerie. Der Don hat dann wahrscheinlich auch das Geld mitgenommen.
wäre nicht der erste Don, den ich ausknipse. Müssen wir mal schauen. Irgendwie kommen wir ja auch jetzt ungefähr in das Diner. Oder danach, um mit dem Detective zu verhandeln und alle anzuschwärzen. Hui. Und zumindest hat Paul mich nicht hintergangen. Oder hatte keine Gelegenheit dazu. So, ich parke. Ich parke. Die anderen können ja ausweichen. Ist zwar nicht konform mit den Straßenverkehrsordnungen, aber was soll's. So, wieso ist es so wenig besucht gerade? Das Gefühl, ich werde gleich erschossen. Nee, aktuell noch nicht. Kommt vielleicht später. So, ist Sam schon da oder müssen wir warten? Ich hätte gesagt, wir müssen stehen warten. Stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Wer bist denn du? Und du? Was macht ihr hier? Sam! Was ist hier los? Nein, eine Falle. Du und Pauly, ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Ja. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Ja. Danach hast du doch bei Pauly gesucht. Ja, hier, dein nach Mann. Mehr davon. Mehr als du verdienst. Was soll das heißen? Du warst es. Du hast ihn getötet? Nein. Pauly hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Das ist allerdings richtig. Der gut Don für weiß Sam. Von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Ja. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Was für ein Arsch. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Glaub ein bisschen von beidem. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Noch ist es nicht vorbei. Obwohl ich ziemlich tote Augen habe. Gut, das hat er auch. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Ciao, Sam. So, dann wollen wir die mal ausschalten. Du zuerst, mein Freund. Wer den Typen beseitigt, wird als Mitglied aufgenommen. Sagt wer? War das Sam? Nö, der wird doch nicht so leicht draufgehen. Nein! Na also. Was tust du, Sam? Sterben wahrscheinlich. Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Von deinen Freunden muss heute keiner mehr sterben, Tom. Nur du. Unser schwarzer Bart ist hier. Bleib mal stehen. Stehen bleiben. Ihr seid verhaftet. Ach nee, falsches Spiel. Ja, ja. Die Schrotflinte nehme ich. Gutes Gewehr. Gutes Schrotgewehr. Das hilft ja auch nicht. Jo, die nehme ich. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh, ist hier ein Bild mit Pferden. Aber nicht vor dir.
Oh, wieso seid ihr hier wieder so viele? Halt mal die Backen. Wieso sind da so viele? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Molotows. Perfekt in der Stadtgalerie. Dafür komme ich immer wieder gern her. Munition. Irgendwo. Dann nehmen wir doch die Pistole. Macht ihn selber fertig. Sam ist auch kein Heiliger. Wo ist denn der andere? Ah! Erwischt. Nein! Au! Geh weg da! Geh weg da! Au, 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 au! Ziemlich heiß. Ein Glück ist ja was zum Abkühlen. So, keine Munition dafür. Maschinenpistole. Maschinski. Wo seid ihr denn? Feuerlöscher. Oh, schade. Der reagiert nicht auf meine Schüsse. So, Sam müsste eigentlich tot sein. Hat ihn gut getroffen. So, den auch mit seinen Cocktails. Kann er schön selber trinken. Hab ich dich? Oh, wieso gleich so viele? Mach doch sowas nicht. Weich doch gescheit aus. Nee, mir macht das keinen Spaß. Wenn mein Charakter nicht weiß, wo er hin ausweichen muss. Irgendwo Gesundheit hier noch an der Seite. Ich glaube nicht. Aber schöne Ausstellungsstücke haben wir hier. Schniedel. Den muss ich aber nicht zensieren. Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Denn... Macht er immer die Türen hinter sich zu. Jetzt wird es ernst, Jungs! Erledigt ihn! Nein, danke. So, wir zünden die ganze Galerie an, wenn es sein muss. Munition bräuchte ich aber trotzdem. Das waren verschwendete Molotows. Wieso sind die Schniedel hier so klein? Meiner ist 10-mal so groß. Ich treffe dich aber. Schön nachladen. Salieri hat uns abgezogen. Au, Granate. Nein! Wie ist das passiert? Ich bin doch nur kurz aus der Deckung gegangen, um mich abzuschießen zu... Daran lag's. Kontrollpunkt. Passiert mir aber heute wieder oft. Obwohl, hier sind wir ganz gut durchgekommen beim Schießen. Komm sofort hierher! Und du hierher? Geht hier die Leute aus? Das ist doch nicht vorbei, Tom! Das sagst du. Salieri hat uns abgezogen! Ich vielleicht, aber mich? Ich bin bei sowas schlauer! Weißt nicht, ob du jetzt der Schlauste bist in dem Moment hier. Du weißt, dass ich der Beste bin. Bist du das? Du hast eine Waffe fallen lassen. Ich oder ihr? Ihr sterbt doch wie die Fliegen. Na also, ich hab ein reines Gewissen. Mehr oder weniger. Sag doch, ich hab ihn getroffen. Ja, Holz hält sicher die Kugeln auf. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs! Nein, danke. Hey! Hier drüben! Ja, nix hier drüben. So. Schön draufgehen. Nein!
Ja gut, der hat die ersten 10 Kugeln auch geschluckt wie ein Weltmeister. Eigenglück haben wir, glaube ich, einen neuen Checkpoint. Obwohl wir das auch so hinbekommen würden. Deswegen mache ich keine nicht einmal sterben Runs. Da sitze ich ja ewig da. So. Mehr Deckung kriegt ihr nicht. Komm schon, Kopf. Bist du tot? Nö. Boah, den kannst du hier sonst wohin stecken. Jetzt bin ich vorbereitet. Mehr oder weniger. Treffen tue ich ja auch nicht. Die Pistole war schon deutlich besser. Ich nehme die Schrotflinte. Schön abgesiegt. Wieso habe ich jetzt... Nein, ich wollte die Pistole nicht aufgeben. Her damit. Na gut, jetzt habe ich die abgesägte Schrotflinte weggelegt. Was soll's. Sam. Onkel Sam, ich warte. Ist das jetzt der Bosskampf? Der gibt mir Ausweg. Gib mal Arsch. Ja. Dich nicht, weil du tot bist. So, ich glaube, der ist draufgegangen. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don... Er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Jetzt bittet er um sein Leben. Dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Das ist leider zu spät, Sam. Das ist leider zu spät. Du bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri nicht gut. Hat Leute geschickt. Und seine Familie? Oh je, die sind auch mit draufgegangen. Gott. Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Ja, da hätte ich auch abgedrückt. Hat einfach Polly umgebracht. Toll, jetzt habe ich keine Freunde mehr. Das passiert mir immer. Solche Psychopathen. So, und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, denke ich mal. Und sammeln das Geld ein. Oh, das sind Jahrhunderte. Also, ich würde die jetzt einsammeln. Und zum Glück sind diesmal keine Cops aufgetaucht. Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber... Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen... Das verstehen Sie doch, oder? Ja. Sie müssen da oben sitzen. Vor Salieri, Ralphie, Vinnie, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Oh, solltest du mal sehen, Kollege. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom.
Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und vier Jungen. Tolle Leistung. Wieso setze ich mich jetzt wieder? Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie. Ich habe so viele Leute umgebracht, ich soll definitiv im Knast enden. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich Sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Ich kann mich schon selber beschützen. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen Ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und Sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Na, klingt doch gut. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist doch schon alles. Und das genügt mir ja auch. Ja, der Don hat bestimmt Freunde, die er aus dem Gefängnis erreichen kann. Dann muss das genug sein. Okay. Und Epilog. Na, schauen wir mal. Sind ja fast 20 Jahre vergangen. Nee, nochmal 11. Bin ich das? Vor langer Zeit. Wieso alter ich denn so schnell? In einem anderen Leben erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht? Hauptsächlich schlecht. Tat ich für die Familie. Nee. Das habe ich für mich getan. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden. Damit ich nach Hause kann. Weißt du, wie viele Leute wir als umgebracht haben? Ehemann. Wie viele Polizisten? Polizisten? Als besserer Vater. Wir hätten nie rauskommen dürfen. Als besserer Mann. Ich glaube nicht dran. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen. Auch. Er kennt wohl meine Familie nicht. Wie ist das komplette Gegenteil? Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Servus. Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Ah. Tommy! Ich sag doch, so muss es eigentlich enden. Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Okay. Ihr seid alle. Sicher. Vergesst nicht. Geld. Arbeit. Sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie.
Familie ist für immer. Jena Familie, würde ich sagen. Na gut, ja, das waren doch nochmal zwei schöne Missionen. Damit ist das Spiel wahrscheinlich zu Ende. Keine Ahnung. Ah, da kommen die Credits. Jetzt habe ich eine Ahnung. Na gut, Let's Play-Serie hat mir großen Spaß gemacht. Waren echt coole Missionen dabei. Hat das Spiel davor noch nie gespielt, auch nicht das Original. Und ja, war gut. Hätte noch ein bisschen optimierter werden können, aber war eigentlich ziemlich spaßig. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bei einem der vielen anderen Let's Plays, die ich machen würde. Und bis dahin, habt eine gute Zeit.